Was machst du denn hier oben? Ohne das. Ja, hol die Erlaubnis ab, ich nicht rein. Oh Gott, was ist denn das manchmal hier? Ich willkomme bitte auf die Idee. Nee, sorry, aber. Achso, den Kinderhort. Ja, gut, den kann man dann schon gehen. Oh, weißt du, das ist jetzt. Ich muss weitermachen. Ich weiß, ich hätte für Dex vieles besser machen können. Aber noch ist es nicht zu spät. Was? Oh! Oder genau. Gut. Vergesst nicht, wozu das Elex fähig ist und was es aus uns macht. Die große Gefahr, die von dem neuen Elex ausgeht, hat nicht über die Gefahren des Elfen hinweggehalten. Haltet euch lieber an die Technik und ihre Vorteile. Sehr gut, können wir mal kurz pennen. Also. Das sagt euch Herbert. Herbert, wenn du Herbert sagt, dann. Weiß ich auch nicht. An alle Gemeinschaften und einsame Kämpfer. Was für euch vielleicht nützlich. Okay. Mit euren Leiden. Aber. Ich wurde verarscht mit dem Kinderhort, ne? Ey, jetzt sag mal, bin ich der Kinder oder ist da oben, wo ich wieder nicht hinkomme? Na gut, okay. Ich find's aber toll, dass ich jetzt hier Quests in Gebiete bekomme, wo ich reinkomme. Noch gar nicht, das find ich ein bisschen witzig. Warum war ich denn nicht gleich oben? Also, du bist hier lang, ne? Na gut, bin ich ja nicht. Ja, können wir noch nicht machen. Ah ja, hier. Ich kann mal Lebenshilfe für Crane machen. Ah, mein Kopf. Genau, mal gucken. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Also da denke ich mir mal auch, ne? Also bei aller Liebe, wenn ich da jetzt Quests bekomme im Gebiet, wo ich. Der Bescheißer wird zum Beschissenen. Gib mir was zu essen. Worauf hast du denn Hunger? Was will ich denn? Ah Mist, das will ich denn überhaupt? Das warte mal. Hat sie mit ins Grab genommen. Bin ich da, muss ich mal aufschreiben, ne? Ich habe etwas okay. Ganz anderes gehört. Wie soll das alles? Ups, das waren jetzt ganz viele Höhlen. Wir sollten uns nicht. Muss das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Hast du was gesagt? Kaffeebohnen? Dafür ist es jetzt wirklich zu spät. Der Bescheißer wird zum Beschissen. Diese Fremden gefallen mir. Ich habe etwas ganz anderes gehört. 50 Kaffeebohnen, 10 Dosenfleisch. Das ist ja ein dickes Ding. Angeblich leben sie im Untergrund. Bist du dir sicher? Wer seine Waffe nicht benutzt, aber zieht Arbeit nach sich. Nicht schon wieder. 10 Dosenfleisch. Ich habe etwas. Dann haben wir 2 Sprühkäse. Wie soll das alles nur enden? Wer nichts macht. Macht nichts falsch. Du hast das immer noch. Sprühkäse, Sprühkäse, okay. Ach. Das klingt für mich nach Schwachsinn. Das ist ja ein dickes Ding. Wie kannst du das sagen? Und ein Salat. Mal eine Nacht darüber. Ich kämpfe nur mit vollem Mann. Du bist nicht der Erste, der mir das erzählt. Nicht schon. Ja. Viel. Ja, okay. Wie soll das alles nur enden? Okay, Er hat nur Interlat, ne? Ja. Ja gut, wenn du Interlat hast. Einige Dinge bleiben besser im Dunkeln verborgen. Hier wird man dauernd angebaggert. Das ist ja ein dickes Ding.
Verdient hat er das nicht. Lade ist fertig. So habe ich das. Man braucht noch Dosenfleisch, dafür ist es jetzt Kaffeebohnen. Ich weiß, okay. Gut. Hast du Essen? Lass uns ha. Ja, ja. Na, ja, mal gucken. Also, da haben wir noch zweimal Sprühkäse, müssen wir noch kaufen. Das ist hier. Zeig mir deine Ware. Nichts lieber als das. Immer schon 8-mal. Warte mal, Fähigkeiten, warte mal. Jetpack, ne? Das. Eine Waffe zu schmecken. Kluge du hast die Entscheidung. Das ist besser für dich, glaub mir. Mhm. Na ja, gut, hier ist eins, oder? Okay. Ja. Wo ist denn hier die eine Kneipe? Hier, die ich meine. Suchst du was? Nee, ja, also suchen ja. Nicht dich. Ja, bewirrt was, lieber was bewirrt nicht. Lass er. Oh. Ein Koch. Ah, den waren wir eben, ne? Wo sollen wir da mal hingehen? Ich auch nicht. Das klingt für mich nach Schwachsinn. Das den Fraß kriegt noch keiner runter.
denn wirklich so gleich vor dem Bett? Hm. Wenn die Reisen hätte, haben wir doch schon mal geholfen. Und das ist sogar... warte, das ist sogar eine ganz gute Knarrwaffe. 105 macht die und braucht nur... okay, es war mir eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Na also, wer sagt's? Na also, geht doch. Na. Warte mal. Die eine Waffe, die hole ich mir. Weil der 105 haben wir, da brauchst du mehr für. Verkaufe ich dir was hier, das kriegen wir hin. Den baue ich eh nicht, ganz ehrlich, den brauche ich nicht. Die Geschicklichkeit 80, das werde ich nie so hoch bauen, den brauche ich nicht, danke. Die Altwaffe. Dann nehme ich eher die Doppelläufige, oder? Wollen wir die annehmen? Aber eigentlich sind wir sowieso eher nahkampfmäßig unterwegs, ne? Jetzt mal ordentlich. Oh, willkommen. Ja, aber sie natürlich nicht. Das hier. Das wird auf jeden Fall ganz. Den kann auf jeden Fall haben. Den kann das nicht auch haben. Und die beiden Blaster gehen auch drauf. Da kannst du. Wie aus. Nutzen das, ne? Dann alles anders wahrscheinlich. Ja, genau. Und die haben. Genau, wir das jetzt ja nutzen. Ja. Dann mach mal. Zeig mir deine Waren. Es ist mir ein Vergnügen. Genau, dann gibst du mir dafür das hier. Mhm. Das 105 hat, ne? 105. Und das hier. Also 105, ne? Was brauche ich denn? 45. 105, okay. 105. Was brauche ich mehr? Da brauche ich mehr. Ja, geht, nimmt das auch weg. Obwohl, davon können wir zwei verkaufen.
So, dann haben wir noch alles. Und dann kaufe ich mir davon noch die Hose und dann haben wir jetzt, haben wir es geschafft. Danke. Dann werde ich mir jetzt nämlich, wie viel Stärke brauche ich dafür? 50, ich bin bei 45, siehst du? 50 Stärke, genau. Damit werde ich mir. Ich bin nicht gut. Genau die Waffe, Entschuldigung. Geht das natürlich recht. Und dann werden wir das dazulegen. Und damit haben wir schon ein bisschen. Ja, ein bisschen mehr geschützt. Damit haben wir jetzt eine Rüstung von 84. Und auch die Schlagkraft. Weil schon ein bisschen ist schon ein bisschen mehr schon als vorher. Und, wir haben 50, genau. Ja, nice. Regenten, nee, das wäre das nächste Schiff, wir brauchen. Einmal Geschwindigkeit und dann. Ja, und dann hätten wir das noch und dann. Ja, endlich. Endlich haben wir den Tüten. Wir sind mal wieder da. Ja, gut, sind wir beim 30er Schritt, ne? Das ist schon ganz gut. Dann, immer, wir können das ja mal testen, ne? Wie gut wir sind. Ach ja, die hatten wir auch noch, ne? Auf Rekrutentore, warte, bevor die tun wir dann andermal. Genau, dann können wir nochmal hier zur Grotte. Weil da haben wir ja auch noch einiges zu tun. Und dann, ja. Ah, nice. Und langsam wird das auch was. In langsamen Schritten. Genau. Ja, stimmt. Ihr geißelt euch da ja selber. Dabei will ich euch auch gar nicht stören, tatsächlich. Aber es glaubt oder nicht, ich will euch dabei gar nicht stören. So, wir probieren es mal gucken, ob es klappt. Wissen tue ich es nicht, aber. Ich will kämpfen. Genau. Oh ja. Gute. Ja. Ich habe hier wegspringt. Auf mich schieben. Ja. Ich bin ein Blöd weggesprungen die ganze Zeit. Okay, also, ja, gegen Monster. Ja. Das kannst du mal irgendwie vergessen. Irgendwie. Auch wenn das Spiel meint, ja. Ja, nee, das hat, lass mal gut sein. So, sind aber stärker geworden. Besser werden wir. Nur das
Na ja, gut, wir haben auch noch ein bisschen, ne? Ich glaube plus, wie viel mehr ist denn das? Obwohl vorher 16, ja gut, so, dann Abtraining wie verstärkten Schutz, ja. Wir mal rausgenommen, achso, warte. Ah, muss ich dem Ding nochmal gehen. Okay. Mal gucken, ob das in den Rekruten geht. Na gut, die Arena müssen wir mal später machen. Kopfgeld. Sucht Dixon, ehemaliger Kopfgeldjäger. Abenteuerort Caracas, eventuell Grotto, Stadt der Morkons. Kopfklasse Mittel. Hinweis, das hieß Prinz Silberläufer. Vorsicht, geübt im Umgang mit der Waffe. Hat eventuell Rückendeckung durch Morkons. Ja. Ah, der Nächste. Ich sage dir, was ich auch den anderen gesagt habe. Geh zur Tafel da drüben. Dort findest du meine Aufträge. Ist irgendwas unklar? Frag mich einfach. Ausrüstung gibt's nicht gestellt. Aber wenn ich dich so anschaue, brauchst du die auch nicht. Ist alles erledigt, kannst du dir das Kopfgeld bei mir abholen. Wegen der Kopfgelder. Gibt es einen Grund, warum du diese Arbeit machst? Deinen Wissensdurst will ich gerne stillen. Nur muss ich für die Antwort etwas ausholen. Stell dir vor, du malst ein Bild. Sagen wir, einen Regenbogen. Natürlich brauchst du Farbe. Viel Farbe. Rot, gelb, grün, blau. Nur um dein kleines Meisterwerk ins rechte Licht zu rücken. Während du dir das alles zusammenlegst, kommt jemand und stiehlt das Rot. Ersatz, das weißt du, gibt es nicht. Also gibst du klein bei. Und malst mit dem Rest weiter. Als du fertig bist, fällt dir auf, dein Regenbogen ist kein Regenbogen. Er ist ein Haufen Scheiße. Und anstelle von Farben siehst du schwarz. Jetzt kommst du zu mir und berichtest, was vorgefallen ist. Der Dieb hingegen wähnt sich in Sicherheit. Dass er sich die Finger schmutzig gemacht hat, stört ihn nicht. Und so wird alles um ihn herum mit seinem Dreck überzogen. Sein Bier, seine Freunde, seine Frau. Überall klebt seine Spur. Alle sehen rot. Alle außer mir. Ich sehe den Regenbogen. Denn sobald unser Freund nicht mehr ist, kann er nichts mehr schmutzig machen. Alles ist sauber, alles ist perfekt. Verstehst du? Ein Ich hasse Verbrecher hätte gereicht. So einfach ist es aber nicht. Mir geht es nicht in erster Linie darum, jemanden zu beseitigen. Das ist mir zu banal. Meine Profession ist Kunst. Und das Bild, an dem ich arbeite, hat klare Strukturen. Je mehr Leute das Ergebnis sehen, desto mehr bleiben im Rahmen. Aus Chaos wird Ordnung. Selbst hier im Krater. Was kannst du mir über Dixon sagen? Der liebe Dixon ist ein Vogel, der sich in einem Käfig wohler fühlt. Er hat doch tatsächlich unsere Freiheit gegen das Joch der Morkons eingetauscht. Zumindest erzählt man sich das. Das ist alles? Mehr hat er nicht verbrochen? Er und ich hatten einen Vertrag. Dass er ihn einseitig aufkündigt, war nicht Bestandteil unserer Abmachung. Betrachte das Kopfgeld als Antwort auf seinen kleinen Ego-Trip. Mitleid ist fehl am Platz. Als ehemaliger Kopfgeldjäger kennt er das Risiko.